Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Sabub, Sabubi, Shabab, Shababinen und Alanan, die hier auf diesen übertrieben freshen und knackigen Kanal 4 haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video gönnt, Freunde. Was geht ab? Wir reagieren heute auf Meadow mit dem Song Double Cup. Ja, ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Lange nichts mehr von dem Mermi Flö gehört. Ich höre ne? So lange nicht mehr, ne? Wirklich unglaublich. Lange? Ne? Wie lange ist es her, Digga, weißt du's? 11, 12 Monate. Irgendwie ja. So. Also auf jeden Fall ein Jahr, ne? Ja, ein gutes Jahr, denke ich mal. So, ich bin sehr, sehr gespannt darauf zu reagieren, Freunde. Und Meadow, der macht eigentlich nice Videos mit immer besseren Songs, richtig. Wenn man das so sagen kann. Also ne? In den letzten Jahren ist er wirklich zu so einem heftigen International Star sogar, ne? Ja. Nicht nur in Deutschland, ne? Das so, so auch Türkei und so. Er macht sich echt zu einem richtig guten Star mittlerweile. Ganz genau. Und vor allem mit Ballerlos hat das Ganze angefangen und dann gab es keinen Stopp mehr für den Jungen eigentlich. Ne? Ich bin jetzt gespannt, was er hier mit Double Cup uns sagen will oder was er damit droppt. Eben. Ne? Ich bin gespannt auf den Song, Freunde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, unsere erste Kollektion der Marke 4EY ist jetzt endlich draußen. Guckt euch dieses wunderschöne T-Shirt an, Freunde. Checkt den Link in der Beschreibung ab. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und gucken uns das an. Let's go. Checkst du das? Ja, da war der in der Hood von damals. Und jetzt ist der so dieser Star. Krass. Aber auch früher Golf. Ja, heute Ferrari. Heute Ferrari. Aber auch so sein Outfit, geil gemacht, Digga. Das ist richtig geil gemacht, Digga. Da steckt Kreativität und Idee hinter. Young Mesh macht die 808. Geile Produzent, by the way. Ich schwör's dir, auch das Producer-Tag hört man immer gerne. Let's go. Früher wie es war. Doppelkapping in der Stadt. Okay. In meinem Block nur Stress. Also, ich glaube, das ist ein Party-Song, weil im Background sind auch Party, also so ist eine Party. Ich denke mal jetzt nicht, dass da so ein Brett kommt, ne? Ja. Das wird, glaube ich, so ein Party-Wipe-Song. Geil, okay. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, ne? Fängt nice an. Auf jeden Fall. Fängt geil an. Positiver Vibe, den man direkt bekommt. Man bekommt direkt gute Laune auf jeden Fall. Ne? Könnte interessant werden, Digga. Könnte echt interessant werden. Wir gucken mal weiter. Denk an früher, wie es war. Kommt schon geil, Meadow wieder zu sehen, ne? Mit so einem Sound, richtig geil. Ja. Ne? Und der, ey, Digga, der ist ja voll auch so, wie der mittlerweile aussieht, ne? So mit dem Bart und so, der sieht ja richtig, also schon vorher sah der fresh aus, ne? Aber mit seinem Bart sieht der richtig gefährlich aus, Alter. Also nicht gefährlich, auf, nicht gefährlich auf kriminell, sondern so gefährlich so, sie wisst schon, charismamäßig, krass, Alter. So. Was steht hier, Digga? Her Zaman, hey Yerde? Wahrscheinlich, ne? Her Zaman, hey Yerde. Ja, also, kann sein. Immer überall. Ja. Ne? So. Also fängt gut an, die Hook ist definitiv. Auf jeden Fall nice. Ja, ne? Finde ich wirklich nice, die Hook bisher. Deutscher Rap kann mir entblasen, ich mach Patte international. Sie wollen mein Face, dafür müssen sie paar Mios zahlen. Viele Sie wollen mein Face, dafür müssen sie paar Mios zahlen. Okay, ne? Der Rap-Part kommt auf jeden Fall sehr clean, die Stimme, ne? Mit diesem leichten Rauen so, ne? Dies, weißt du, das kommt schon richtig geil bei Meadow. Boah, ich freue mich jetzt auf den Rap-Part, ehrlich. Ich habe auch die Hook sehr gefeuert, Digga, gefeiert. Da war so ein bisschen Gefühl drin, so mit diesen, mit dem Beat-Drop und so weiter. Ja, das kam schon wirklich sehr, sehr nice. Fall. Weißt du, was ich meine? Und das muss, also, ja, sprich und auch. Vor allem die Hook hat so ein Ohrwurm-Potenzial, muss auf man sagen. Auf jeden Fall. Sie ist sehr, sehr einfach gehalten. Sie wiederholt sich relativ schnell. Ne? Und dadurch wird man einfach diesen Effekt bekommen. Einfach, man will mitsingen, Digga. Richtig, auf jeden Fall. Und das Video ist bis jetzt eine 10 von 10, Digga. Muss man auch schon ansprechen. Das stimmt. Video ist nice gemacht, Digga. Pickus meinten damals, aus mir wird nichts werden. Heute sitze ich in der Jury und muss Newcomer bewerten. Fühlt sich alles wie im Trauma, Bruder, ganzes Grand. Nice. Heute sitze ich in der Jury und muss Newcomer bewerten. Und damals meinten Pickus, aus mir wird niemals was werden. Ja. Krass. Der war ja in der türkischen Show. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die türkische. Aus der Türkei. Also richtig, richtig. So. Also. Türkische Super. Mäßig, richtig. Talent. Deutsches DSDS. Türkisches DSDS quasi. No. Da saß er in der Jury. Und danach ist er in Türkei richtig, richtig berühmt geworden, sag ich mal. Und er war auch schon vorher, aber dadurch hat er seinen absoluten Hype bekommen. Mhm. Und dann ist er ja von Bodrum nach, keine Ahnung, der ist ja die ganze Zeit auf Tour gewesen da. Ja. Das ganze Jahr. Das habe ich nicht mitbekommen. Der war das ganze Jahr in Türkei und nur auf Tour. Mhm. Also der Typ macht mehr als man denkt im Background. Und jetzt gerade so ein bisschen der flexende Meadow, muss man sagen. Ja, muss man so schon ein bisschen. Sagen. Ja, aber wenn sie mein Face wollen, müssen sie Mios auf den Tisch hauen. Ja, hat ja. er am Anfang gesagt, jetzt so quasi bewährte Newcomer und so weiter. Ja, obwohl ja, sie meinten, nicht, aus mir wird nie was werden. So ein bisschen der flexende, aber muss auch sein. Das ja, gehört normal. Auch so zu Rap. Weißt du, was ich meine? So, wir gucken mal weiter. Mios, Bro, ich bin mit Knife from Los Angeles. It's all about the Benjamins. 40k und am Bentley sitzt. Außer mit diesen englischen Wörtern dazwischen. Anglizismen, ja. Okay.
Okay, mit so mit Benjamin und so, das steht für Geld? It's all about the Benjamin. Geil, Alter. Also, krass. Feier ich bisher, den Song feier ich bisher übel. Ja, der Part ist bisher wirklich sehr, sehr nice. Ich bin gespannt, ob er wieder dieses ein bisschen Singende mit reinbringt. Ah, ich glaube nicht bei dem. Ich glaube hier nicht. Nicht bei dem Song. Mal gucken, ich bin gespannt. Beats, check mein Team, machen allein, es gibt kein Deal. Du weißt, ich bin unerreicht. Und was vom Kummer bleibt, ist mehr als eine Nummer 1. Aber man muss auch sagen, der Beat ist hier wieder on point. Ja, Mann. Also das, wie das produziert wurde, richtig geil. Das Video so clean, ne? Diese Filter oder was da drauf, das Color Grading ist so clean. Es ist unglaublich viel Arbeit dahinter. Mich würde auch interessieren, wer das Video hier produziert hat, Digga. Young Mash. One Take Films. Also Judy, Young Mash, Frio und Kyrie, Digga, haben das Beat gemacht. Vier Produzenten haben dran gesessen. Das ist krank, krank. Yunus King Size G-Man hat das Ganze hier gemastert. Und was hast du gesagt, wer hat das Video gemacht? One Take Films. One Take Films, okay. Krasse Arbeit, Digga. Wirklich krasse Arbeit, nice. Wir gucken weiter. Denken früher, wie es war. Auch so damals so aus diesen Bechern. Ja, ne? Und heute so auf, auf Sociate, sag ich mal. Auf, ach, deswegen, Digga, oh, bin ich lost. Ah, hast du nicht gecheckt, warum? Deswegen da? Double Cup, Digga. Oh, du zwei Becher in einem. Junge, wofür denn sonst? Ach so. Lost, Digga, ja, okay, alles gut. Perfekt. Zwei Becher in einem Double Cup, okay. Ja. Nice, stark. Denken früher, wie es war. Okay, geiles Video auch, ne? Feier ich unnormal. Ja. Und ich sag dir ehrlich, ich finde das so schade, dass ein Meadow diesen Hate eingesteckt hat. Aber unter anderem hat dieser Hate den Meadow gemacht, den er heute ist, ne? Ja, muss man schon sagen. Wird, ne? Oder vielleicht noch wird. Er entwickelt sich ja immer noch weiter. Er entwickelt sich wirklich mit den Jahren weiter. Er ist immer noch sehr, sehr jung, Digga. Ich glaube, jetzt müsste der 19, 20 sein. 20 so, um den Dreh, so, ja. Ja. Es ist schon krass, wie das Ding ist, er hat nie jemanden zurückgedisst, er hat sich nie zu der Thematik geäußert, der hat nie was gesagt, er hat einfach seinen Weg gemacht und was für einen Weg der jetzt gerade macht, ne? Der hat alle verstummt, ganz einfach, mit seinem Erfolg. Es gab schon ein paar Antworten von ihm in seinen Songs, jetzt aber nicht so offensichtlich mit Namen-Dropping. Ja, eben. Ganz genau. Nicht so, wie man das bei anderen kennt. Ja, ganz genau. Was mir jetzt gerade auffällt, Digga, was ich nice finde, wie die so tanzen, Digga, dazu. Ja. Das kommt schon sehr, sehr passend. Man bekommt direkt gute Laune bei dem Song. Ich sag, auf jeden Fall. Echt geil gemacht. Vor allem die Hook ist nice, Digga. Die Hook ist das Highlight. Ich finde das auch geil, wie die von links so rüber switchen und dann kommt so eine andere Person, weißt du, so... Das ist schon geil gemacht, Digga. Der Song ist natürlich wieder so ausgelegt, dass man relativ viele Streams damit erzielt. 2 Minuten 30 ist eine relativ kurze Zeit, ist eine Zeit, um viele Streams zu erzielen einfach. Ist einfach so, ne? Und aufgrund der Hook und so weiter, es fängt schon sehr, sehr so direkt an, als wenn es im Ohrwurm bleibt. Auch. Man bekommt direkt gute Laune, dementsprechend wird das auch viele Streams erzielen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, aber wenn der Song gut ist, wenn das ein nicer Song ist, so wie in diesem Fall, dann ist das scheißegal. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich meine? Danke Gott, weil ich fast broke war. Heute rich, sitze beim Notar. Vater stolz, weil sein Sohn Mio für das Haus zahlt. Mashallah, Wallah, was ein Gänsehaut, nice. Digga, geil. Also freut mich zugleich auch und Gänsehaut zugleich auch, ne? Ist ja, ich sag mal, ein Traum von jedem Kind, irgendwann so den Eltern das zurückzugeben, was sie eigentlich auch verdienen, ne? Und er hat's geschafft, der Bruder. Ja. Verdient, Wallah, verdient. Ja, aber er hat auch was dafür getan, ne? Mehr seine Marketingstrategie war einfach nice damals, Digga. Weißt du, was ich meine? Was denn? Wie er auf Instagram das gemacht hat. Es war was Neues, es war einfach krass, wie er das Ganze gemacht hat. Und es war halt absolut schlau, weißt du? Er hat so einen Star-Effekt einfach ausgelöst, obwohl er noch kein Star ist. Richtig. Weißt du, so, und das hat ihn extrem interessant gemacht. Und er war natürlich brandaktuell für die Jugend. Und er war auch gut. Und in dem Beat, dieses... Der hat auch dazu den Move gemacht, den perfekten Move, Digga. Kam nice, also der Beat ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr stark produziert wieder, aber wir haben kranke Produzenten am Start, von daher ist das gar kein Wunder hier, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, das stimmt. So, bisher wirklich ein geiler Song, Digga, hat der gut gemacht, wirklich. Ich alles von der Seele, mach mir keinen Kopf, lass ja Leute stehen, hörst du's in der Stimme, Emotionen brennen in der Kehle, Kehle. Denk an früher, wie es war. Man wartet eigentlich nur auf die Hook, ne? Ja. Die Hook ist schon unnormal geil. Ja. Die ist schon echt mies gut gemacht. Also der Song gefällt uns richtig gut. Ne? Also schön, dass ein Meadow zurück ist. Ja. Und jetzt aber dranbleiben, bitte. Ich denke mal, jetzt wo er wird ja nicht umsonst sein Comeback starten. Ich denke mal, entweder kündigt er hier am Ende des Songs vielleicht sein Album oder an. Oder im nächsten. Oder vielleicht im nächsten. Ne? Aber ich denke mal, ein Meadow werden wir jetzt mit Sicherheit öfter hören. Definitiv. Weißt du, was ich meine? Finde ich auch gut. Ne? Endlich. Vor allem mit was für einem Song er hier zurückkommt. Guter Song auf jeden Fall. Fall. Ich bin gespannt. Er kann auch eigentlich diese Retalk-Themen eigentlich ganz gut rappen.
Weißt du, ob das vielleicht kommt? Er kann auch Double Time? Ohne Spaß, ich wünsche mir einfach einen Song, wo der so richtig singt, so. Wirklich. Ohne ja. Spaß. Das würde ich mir so sehr wünschen. Vielleicht kommt sowas wie Olabilir oder so. Boah, das ist ja auch geil, ja, Mann. Er hat schon ein paar geile Songs auf jeden Fall. Ein paar oder Gedja Gündüz. Ja, Gedja Gündüz höre ich heute noch, ne? Ja. Muss man sagen. In meinem Block nur Stress. Krisen im Kopf, Alter, weg. Boah, wie geil das war mit den Air Force und mit den High Heels, weil so ein auf normal und dann auf Party, war richtig schlau gemacht, also so die Idee dahinter, ne, richtig geil, also der Director hat auf jeden Fall Ahnung, so muss man schon sagen. Auf jeden Fall, da ist schon wirklich Kreativität hinter und Plan, nice, Digga, gefällt mir echt gut, auf Digga. Auf jeden Fall. Ja, wie es macht, Doppelkopf hängen in der Stadt, in meinem Block nur Stress. Wie er auch so hoch geht, in meinem Block nur Stress. Mhm. Weißt und du? Auch die Moves, alles passt bei dem Song, ne? Ja. Alles on point. Sehr, sehr fresh seine Moves einfach. Ja. Oh, da werden die Herzchen von den ganzen Ladies schmelzen, wenn die den hübschen Madby-Flö hier sehen, Alter. Ja, ich glaube, so kleine junge Eileens und Gisems, die werden sich freuen über den Song, Digga. Ich wüsste dir. Aber der ist schon ein frischer Song. Junge. Also der Song ist schon geil auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, das war's hier auf jeden Fall. Sehr, sehr nice Song. Gucken wir mal kurz am Ende. Hier wird nichts mehr angekündigt. One Take Films hat das Video gemacht. Trotzdem muss jetzt was kommen. Definitiv. Ich denke auch, da wird definitiv was kommen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Song. Da hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Ich hoffe, wir werden in nächster Zeit öfter wieder was von Mero hören. Hoffentlich. Aber ich denke mal schon. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.